Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich wieder zu einer neuen Folge Lotus Online. Mit dabei natürlich der Steven wieder und den Alper, heute mal in der Nachtfahrt, mal super. Und wollen uns das Ganze heute mal ein bisschen anschauen, wie das Ganze aussieht mit der ganzen Beleuchtung etc. und pp. Und von daher würde ich sagen, wir machen das Gleiche wie ja, jetzt in der letzten Folge Lotus Online, dass wir jetzt einfach mal so ein paar Ründchen wieder drehen, ganz gemütlich, ein paar Fahrgäste einsammeln und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Heute mal wir in dem GT6N und der Steven heute mal im KT. Soweit, so gut. Wir sind alle fertig, deswegen Abfahrt. Abfahrt. So, und von daher würde ich sagen, machen wir schon mal die Innenbeleuchtung an. Na, ich hoffe, ihr macht auch alle die Innenbeleuchtung an, damit die Fahrgäste wissen, wo sie hinlaufen. Soweit, so gut. Wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen schildern hier. 113, 01. So, wunderschön. Hätte ich hier. Ah ja, jetzt funktioniert's. Sperberstraße. So, lassen wir sie alle einsteigen. Ach, es ist so hübsch. Es ist so hübsch, wirklich. Es ist so hübsch. So, hinten fährt Alpa. Ne? Aureolus. Aureolus. Und wir sind leider im kein Team drin. Schade. Wir sind die Namenlosen. So, Kurve. So. Und damit sollte eigentlich wirklich alles ausgeräumt sein, von wegen hier ruckelt's oder sowas. Es läuft, ihr seht selber, es läuft mega flüssig. Also, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, was so die Performance angeht, nur weil der Multiplayer-Modus da ist. Bin ja auch schon überlegt, ob ich den Stream vorsichtshalber lieber mal lösche, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, so von wegen, was die Performance angeht. Upsa. Aber seit dem letzten Livestream gab es ja ein paar Updates. Bei ein oder zwei Updates gab es da noch. Ja, das Schöne ist, das finde ich immer als relativ putzig. Ich habe ja schon mal wahrscheinlich schon mal so ein bisschen mal gesagt gehabt, dass ja mein Vater schon jahrelang Straßenbahnfahrer war bei der BVG. Und ich ihn ja dann mal Lotus gezeigt hatte. Gesagt hat, hier Vater, ne, weil er darf den Beruf leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen. Er sagt, hier Vater, schau dir mal den Lotus-Simulator an, vielleicht werden Erinnerungen wach. Das Witzige ist, dass mein Vater den Lotus-Simulator super findet, ja, und auch das mit dem ganzen Online-Modus und alles sowas, das findet der schon wirklich sehr, sehr faszinierend, ja, wie das Ganze halt ist. Die Töne, wie sich das Ganze anfühlt und alles sowas. Das ist dann halt immer schön zu sehen, denn dass da halt schon wirklich mehr drin steckt, als viele andere Leute das immer so sagen, so, ja, die sagen dann so von wegen Lotus hier und da, und ja, schön, hat nichts mit Realismus zu tun, und hast du nicht gesehen? Alles Quatsch. Also, da gebe ich lieber mehr Wort auf meinen Vater, der sagt, das fühlt sich gut an.
glaube ich ihm das. Er ist jahrelanger Straßenbahnfahrer. Ne, sollte halt dementsprechend halt wissen, wie sich was anfühlt. Ja, und von daher ist meine Faszination natürlich damit nochmal umso mehr bekräftigt, halt, ja, dass das Ganze hier irgendwann mal richtig gut läuft. Hat aber auch schon in einem letzten Omsi-Video, glaube ich mal, gesagt gehabt, dass Lotus halt auch nie Omsi wirklich ersetzen wird. Also das glaube ich nicht. Es wird halt immer so diese beiden Fraktionen geben. Also diese Fraktion wird sich auf jeden Fall teilen. Da hast du die einen Lotus-Fraktion und die anderen in Omsi, die halt wirklich auf ihre Omsi schwören bis zum Umfallen. Das werde ich auch machen. Ich werde halt auch immer Lotus und Omsi abgrundtief lieben, ja. Weil ich auch glaube, dass nicht wirklich alles rüberkommt nach Lotus. Also alles, was wir jetzt zum Beispiel jetzt in Omsi haben, wird jetzt nicht irgendwie mal in Lotus irgendwie verfügbar sein. Von daher kannst du sowieso halt immer davon ausgehen, dass man den einen Simulator mit dem anderen Simulator nicht wirklich aushebeln kann. Also auch wenn jetzt in Omsi Straßenbahn möglich ist und U-Bahn und was weiß ich, du kannst trotzdem aber nicht das Gleiche machen, wie du das hier mit dem Lotus-Simulator machen kannst in Omsi. Also von daher zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich. Das könnte man schon eher sagen. Buchenstraße. Von daher, wenn man halt wirklich noch unsicher ist und noch nicht weiß, ob man sich den Lotus-Simulator kaufen möchte, ja, dann wartet man halt einfach noch. Mein Gott, rennt ja nicht weg. Lotus verschwindet nicht von heute auf morgen wieder. Und dann war es das gewesen. Das Ganze entwickelt sich jetzt halt immer weiter und immer weiter. Dass es natürlich jetzt auch dementsprechend so seine Zeit dauert, ist mehr als logisch. Ne? Man möchte den Entwickler ja auch nicht unter Druck setzen. Die sollen das Ganze halt wirklich gechillt weiterbauen, ja, damit hier draus wirklich mal irgendwann was großartig wird und nicht jetzt irgendein Publisher jetzt kommt und hier einfach den Schindluder mit treibt oder sowas. Also das wäre meine größte Sorge, wenn sie jetzt auf einmal anfangen, würden jetzt schnell machen, weißt du, und das Ganze dann dementsprechend nach hinten losgeht, weil sie dann halt nur noch halbherzig da irgendwie damit dabei sind. Also das wäre so meine Sorge, ja, die ich mir halt machen würde, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das halt irgendwann mal so kommt, ja. Ich meine, wie lange war DayZ im Early Access? 4 Jahre, 5 Jahre gefühlt, einfach mal. Das war schon mega, mega lang, ja. Buchenstraße. Sperberstraße. Also von daher muss man wirklich sagen, halt einfach halt noch ein bisschen mehr warten. Wie gesagt, wenn man den Entwickler jetzt schon unterstützen möchte, dann kann man das gerne tun. Ihr habt halt den Vorteil, dass ihr jetzt schon in den Simulator reinschnuppern könnt, halt schon vorab halt schon ein bisschen mal euch austesten könnt. Ihr könnt euch im Map-Editor austoben bis zum Umfallen, ja. Also da gibt's schon so die ein oder andere Karte, wo ich sage so, oh, die sollte man mal sich ein bisschen auf den Schirm ballern, ja, weil die halt wirklich schon gut sind jetzt für den Anfang. Wie das Ganze nachher denn fertig aussehen muss, ist, wenn sie jetzt schon großartig aussehen, ne? Also du merkst halt auch wirklich, die Leute, die sind da halt wirklich auch mit Herzblut dabei, ja, und so da, also ich sage bloß, die Map Twin Aue, die ist großartig geworden, ja, also wie viel Liebe da jetzt schon drin steckt in dieser Karte, ja, also ich bin auf die ersten richtigen Fahrzeuge auch gespannt, ja, wenn da mal jetzt irgendwie so, also der OZMT ist ein wirklich schönes Fahrzeug, ja. Man merkt aber halt, dass es halt ein fiktives Fahrzeug ist, dass es halt noch ein, es ist nicht ganz so mein Geschmack, sage ich jetzt. Wenn da jetzt hier zum Beispiel noch, weiß ich hier, der T6 kommt oder sowas, ja. Oder vielleicht der Flex City, na, großartig. Deswegen, also da muss man jetzt halt wirklich mit entspannt jetzt an dieser ganzen Sache rangehen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt aber den Lotus-Simulator schon unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich muss aber auch nochmal sagen, ich habe, weil ich ja selbst auch schon für mein Abo-Special jetzt schon auf der Suche war,
um günstiger Kies zu bekommen, bin ich zufällig auf eine komische eBay-Seite gekommen, wo ihr euch Accounts kaufen könnt mit dem Lotus-Simulator. Lasst davon die Finger weg, Leute. Ihr wisst nicht, was das für Leute sind, die dahinter stecken, nur weil ihr den Lotus-Simulator für 25 Euro bekommt, statt für 40 Euro. Wäre mir persönlich das zu heikel, zumal ihr, wie gesagt, einen neuen Account kauft. Ja, ihr kauft das Spiel halt samt Account. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Also, das ist nur meine Empfehlung an euch halt, ne, was ihr jetzt daraus macht. Das ist jetzt natürlich euer Bier. Ich selbst aber würde sagen, lasst die Finger davon. Also, wie gesagt, wenn denn auf euren eigenen Kanal, dann ist also auf euren eigenen Steam-Account und dann ist gut. Ja, aber so nicht. Zumal, wie gesagt, und ich wisst, wie gesagt, was da für Leute dahinter stecken. So, irgendwie sind sie alle hinter mir gefühlt. Es kann nur Steven gewesen sein. Wollen wir mal gucken? Ja, das sage ich ja, es kann nur Steven gewesen sein. Ja. Ja, ihr seht auch, ne, Rammstein Repaint, das funktioniert halt auch. Es funktioniert halt einfach alles. Und das ist das, was so großartig ist. Und die Performance, ne, also... Schauen wir mal, wo treiben sich denn die anderen rum? Da haben wir den Steven. Ach, da steht Alper. Sieht er uns? Der Steve kommt ein bisschen ran hier auf den Meter. Aber er packt gerade ein. Ja, und somit seht ihr auch, also wie gesagt, auch das funktioniert mit der Beleuchtung und alles was. Also wenn ihr jetzt natürlich noch irgendwelche Fragen habt oder sowas, dann fragt sie. Ich werde dann meinen Steven dann anschreiben hier, sage, pass auf, hier beantworte mal. Und wenn ihr was sehen wollt, dann schreibt es einfach. Wir werden versuchen, dass ich da jetzt nochmal so up-to-date bleibe in der Richtung, was den Multiplayer angeht. Ich muss halt auch immer nur fragen, ja, jo, Leute, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr irgendwie ein bisschen Zeit für mich und so, ne, können wir nicht mal? Ne, da muss ich dann halt persönlich dann auch mal nachfragen. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Da waren wir jetzt gerade ein wenig zu schnell. Oh Gott, jetzt haben wir hier den Start verpasst. Das sieht man manchmal beim Autofahren aber auch, ja. Stehst du denn da, ist rot, ja, machst du da so, guckst zur Ampel, wird sie schon wieder rot. Fahr es drauf, da fährst du drüber, kennst du nix jetzt, kennst du nix. Ja,
Wie gesagt, also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, dann schreibt es in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da irgendwie das jetzt so immer up-to-date lassen können, hier die Online-Videos. Wie gesagt, sobald da irgendwelche neuen Features mit dazukommen oder allgemein neue Updates mit dazukommen, werde ich dann mal meinen Steam mal anhauen und den Alpa mal anhauen. Vielleicht dann nochmal zukünftig den BLV, ne, und so. Und dann, wenn wir uns da immer mal so ein bisschen anschauen, was da so Neues kommt, ne, so Richtung Lotus. Und ja, mehr gibt's hier an der Stelle erstmal nicht zu zeigen, zu sagen oder sowas. Alles gesagt und getan hier. Würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt hier, oder verabschieden wir uns jetzt natürlich hier von einer weiteren Folge Lotus Online. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges, ne? Dazu sind die Kommentare da. Und ja, wenn ihr natürlich noch irgendwelche Anregungen habt für den Lotus Simulator, dann könnt ihr dieses halt auch gerne mal in die Kommentare posten. So, und jetzt nimmt der Steve uns hier noch die Vorfahrt. Steven, das ist sehr nett von ihm. Ja, das sind halt diese kleinen Glitch-Fehler, die noch drin sind. Das wird alles noch gefixt. Also Leute, damit verabschiede ich mich hier. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge. Und damit danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.